Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grade. Heute werde ich euch zeigen, wie man Spare Ribs, Rippchen in 2 Stunden zubereitet, sodass die schön saftig und zart werden. Und das werden wir heute an diesen 2 Stücken hier ausprobieren. Los geht's! Würzen werden wir die heute mit dem Magic Dust von Klaus Grill. Das ist hier so eine kleine Probierpackung, habe ich bereits getestet. Wenn euch das interessiert, schaut mal im Kanal vorbei, da habe ich das Video dazu hochgeladen. Und den One for All Rub von Klaus Grill, auch den werden wir hier heute benutzen. Was man als erstes machen muss, wenn man Rippchen macht, ist erstmal auf der Rückseite die Silberhaut zu entfernen. Das habt ihr sicherlich schon 1000 Mal gesehen. Auch ich habe es mir schon 1000 Mal angeguckt und schon ein paar Mal selber gemacht. Ich zeige es euch heute trotzdem nochmal. Vielleicht hat der ein oder andere es noch nicht gesehen. Und auf der anderen Seite, ich schaue es mir eigentlich auch jedes Mal wieder an. Deswegen hier für euch einmal die Silberhaut entfernen. Die Silberhaut ist hier auf der Knochenseite, hier hinten drauf. Wenn man die drauf lässt, haben wir nachher das Problem, die zieht sich so ein bisschen zusammen. Das heißt, wir haben nachher dann so eine zähe Haut nachher im Mund. Das ist im Mund vom Gefühl nicht so toll. Und wir haben das Problem, wenn wir das Gewürz gleich hier auf die Rippchen packen, dass das Gewürz nicht einzieht, weil die Silberhaut einfach so eine Schutzschicht zum Fleisch bildet. Und deswegen muss die runter oder sollte die runter. Dafür nehmen wir uns hier einen Löffel und gehen einfach mal unter die Silberhaut, fahren wir hier so drunter, da wo wir was davon erwischen, und heben die jetzt hier so ab. Seht ihr das? Zack. Hier so hoch, dann packen wir uns die und jetzt können wir die hier so runterreißen. Die kriege ich jetzt richtig schön zu packen, aber es gibt da noch einen Tipp. Wenn ihr euch ein Küchentuch nehmt, so ein Zewa, nehmt euch das Zewa und greift die Silberhaut mit dem Zewa. Wenn ihr die, manchmal kriegt man die nämlich nicht so gut zu packen, und mit diesem Zewa kriegt ihr die richtig schön zu packen und dann könnt ihr die ganz sanft hier abziehen. Seht ihr, das geht hier schön über die ganze Fläche rüber, da geht alles weg. So. So muss das aussehen und dann habt ihr hier nachher diese Silberhaut und die kann einfach weg. Das dürfen die Fliegen haben, aber mein Fleisch sollen sie noch in Ruhe lassen. Das machen wir mit der anderen Rippe jetzt einfach genauso. So, da bin ich ja stolz, dass mein erstes Mal Silberhaut entfernen vor der Kamera so gut klappt. Das klappt nicht immer so gut, also macht euch nichts draus. Wenn das mal nicht so gut bei euch klappen sollte, das hängt immer auch davon ab, was ihr für ein Produkt vor euch habt und ja, wie die Silberhaut gerade da so drauf ist. Gut, wenn die Silberhaut entfernt ist, dann sehen eure Rippchen so aus. Und hier können wir jetzt schön den Rub drauf verteilen und er bleibt jetzt auch schön dran kleben und zieht nochmal so schön ins Fleisch rein. Gut, wenn wir jetzt beide gewürzt haben, beide Rippchen, dann werde ich die jetzt noch mal schön in Frischhaltefolie einpacken. Ich werde das Gewürz so ein bisschen einziehen lassen, dass das so ein bisschen ins Fleisch einzieht. 2 Stunden lege ich die dann so in den Kühlschrank und dann machen wir weiter. Wenn unsere Rippchen jetzt schön durchgezogen sind mit dem Gewürz, dann kümmern wir uns darum, dass wir die jetzt dämpfen werden. Zum Dämpfen habe ich jetzt hier schon was vorbereitet. Und zwar haben wir hier so eine Schüssel von IKEA. Habe ich mal ein Video zugemacht, was es bei IKEA so an Grillzubehör gibt. Muss man auf jeden Fall als Griller mal auschecken. Das heißt, wir haben hier so eine Auflaufform und wir haben hier so ein schönes Gitter. Das Gitter ist dafür da, dass wir jetzt unten geben wir ein bisschen Flüssigkeit rein. In diesem Fall ganz klassisch Apfelsaft. Den Apfelsaft geben wir jetzt einfach hier rein. Wir nehmen hiervon mindestens 1/2 Liter. Wenn wir jetzt weniger Flüssigkeit hätten, würde irgendwann während den 2 Stunden, wo wir die jetzt hier auf dem Grill lassen würden, die Flüssigkeit verdampft und die würden uns verbrennen, die würden uns anbrennen. Und das soll nicht passieren. Also hier soll die ganze Zeit über Flüssigkeit drin sein. Also nehmt ruhig ein bisschen mehr. Wenn euch 1/2 Liter zu wenig ist, nehmt ruhig auch 1 Liter. Ihr müsst halt nachher den Rest einfach wegschütten, aber lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. So, dann haben wir hier unsere Rippchen. Die kommen jetzt einfach hier drauf. Und jetzt müssen wir das Ganze luftdicht verschließen. Entweder ihr nehmt euch jetzt ein bisschen Alufolie und packt die jetzt da drüber. Oder ihr nehmt euch eine zweite von diesen Schalen, packt die auch da drüber. Und dann könnt ihr die mit so metallenen Büroklammern festmachen. Oder ihr habt auch solche Zangen aus Metall, die ihr nehmen könnt, also aus Edelstahl. Dann könnt ihr das so machen. Habe ich jetzt leider nicht da, deswegen nehme ich ganz klassisch jetzt Alufolie.
Gut, wenn ihr Alufolie nehmt, seid damit lieber nicht geizig, lieber eine Schicht zu viel als zu wenig, weil wenn es hier ein paar Lücken gibt, das Ganze muss luftdicht verschlossen sein, dann wird euch einfach die Flüssigkeit so schnell verdampfen, dass ihr hier sehr schnell die Rippchen nur noch anbrennen würdet und sie nicht mehr schön gedämpft werden. Gut, den Grill habe ich jetzt vorgeheizt auf 150 Grad. Wie viel ihr da letztendlich nehmt, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, ihr nehmt mehr als 100 Grad, aber ob es jetzt 120, 150 oder 200 sind, spielt im Endeffekt keine Rolle, denn wir haben jetzt hier Flüssigkeit drin. Und wenn wir das Ganze jetzt hier auf dem Grill platzieren, schön mittig. Ich habe rechts den Brenner an, ich habe links den Brenner an, auf mittlere Stufe und die in der Mitte habe ich aus. Da stelle ich die jetzt rein. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Temperatur. Ob ihr die jetzt bei 120 oder 200 habt, irgendwas dazwischen, ist nicht so wichtig, weil wir haben Flüssigkeit in unserem Paket jetzt hier mit den Rippchen drin. Diese Flüssigkeit wird verdampfen und dieser Wasserdampf, der wird maximal 100 Grad heiß. Unsere Rippchen werden jetzt hier 2 Stunden vor sich hin gedämpft. Noch eine ganz wichtige Ergänzung. 2 Stunden ab dem Zeitpunkt, wo die Flüssigkeit kocht. Das bedeutet, es dauert jetzt hier ein bisschen, bis der Apfelsaft unten anfängt zu kochen, also bis der 100 Grad erreicht hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo der 100 Grad erreicht hat, das könnt ihr hören, schaut einfach ab und an mal nach, ab diesem Zeitpunkt 2 Stunden. Während die Rippchen gedämpft werden, möchte ich euch an dieser Stelle nochmal dran erinnern, abonniert doch gerne diesen Kanal, ist noch ein recht junger Kanal und hier ist schon eine kleine Community entstanden, das freut mich sehr, beteiligt euch gerne in den Kommentaren am Austausch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach ein bisschen was dazu schreibt, wie ihr die Videos findet, was ihr für Verbesserungsvorschläge hättet und vor allem, was ihr in den nächsten Videos sehen wollt und mit einem Like würdet ihr mich einfach sehr unterstützen. Vielen Dank schon mal an der Stelle, jetzt geht's weiter. So, unsere Rippchen waren jetzt 2 Stunden hier auf dem Grill. Und jetzt werden wir die mal rausholen bei 150 Grad. Hier hat der Grill hier schön konstant gehalten. Das ist der Rösle Videro G4S, wen es interessiert. Ich habe die jetzt so nicht ganz auf mittlere Stufe. Die beiden äußeren, die beiden inneren, die habe ich komplett ausgelassen. Und der hat konstant jetzt über 2 Stunden 150 Grad exakt gehalten. Und jetzt holen wir die mal raus. Es riecht auf jeden Fall schon genial. Und jetzt werden wir mal die Alufolie lüften und schauen, ob hier genug Flüssigkeit drin war und wie die Rippchen so aussehen. Das Fleisch hat sich wunderbar hier von den Knochen gelöst. Das sieht top aus, sieht richtig gut aus. Und jetzt werden wir die mal schön mit ein bisschen Barbecue-Soße einpinseln. Ich habe jetzt hier eine mit extra Rauchgeschmack. Liegt einfach daran, dass wir die am Anfang nicht geräuchert haben. Das heißt, die haben kein Raucharoma. Hier haben wir ein bisschen Liquid Smoke drin und damit werden die jetzt ein bisschen Raucharoma bekommen. Machen wir einfach hier auf die Rippchen so ein bisschen was drauf. Unsere gerubbten Spareribs kommen jetzt hier auf den Grill in unseren Topfdeckelhalter von IKEA. Dann nehme ich einmal die Spareribs. Ja, aufpassen, fallen schon auseinander. Zack. Das geht eleganter. So, schließen den Deckel, rechts und links, die Brenner sind auf halbe Stufe an, die in der Mitte sind aus und jetzt lassen wir die Barbecue-Soße einfach so ein bisschen antrocknen und den Zucker da drin so ein bisschen karamellisieren für den letzten Feinschliff der Ribs. Herrlich sehen die Rippchen aus, Barbecue-Soße ist schön ein bisschen angetrocknet, so muss das aussehen. Schön heiß. Und jetzt bleibt es an mir zu kosten. Ich zieh mal hier so ein Rippchen raus. So muss das aussehen und so muss das schmecken. Ich würde jetzt am liebsten alle aufessen, aber die anderen müssen auch noch was abkriegen. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder, deshalb abonniert diesen Kanal. Ein Daumen und ein Kommentar würde mir sehr helfen, deswegen wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr das machen würdet. Und ich freue mich auf den Austausch mit euch in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Ciao.